dieser Folge treffen wir an den Klippen von Moher auf ein Sprachgenie und schauen bei der Jameson Experience vorbei, bevor wir in Dublin den Bezirk Temple Bar unsicher machen. Guten Morgen. Wir packen unseren ganzen Scheiß wieder zusammen und fahren heute zu den Klippen von Moher. Das Wetter ist großartig, es scheint die Sonne. Unser Plan funktioniert soweit und sonst fällt mir nichts ein. Morning, Mr. Smith. Good morning. Morning, Mr. Meyer. Good morning. Ice Brew Coffee hat Mr. Smith gestern in einer Tankstelle erstanden. Ein bisschen wie Rentierpisse. Mit Kokosnuss. Das ist super lecker. And where are you from? ich bin Indisch, ja. Okay. 4 Euro, 22 Kaffee und 4 Deutsch. Wow, you're the man. Thank you very much, bye bye. So, wir verlassen die Klippen von Moher. Wir kommen von woher? Von Moher. Das war unfassbar, wie viele Leute da jetzt am Schluss waren. Wo wir hingekommen sind, waren vielleicht 20 Autos und jetzt am Schluss 20.000. Das frühe Aufstehen hatte sich ein weiteres Mal gelohnt. Außerdem hatten wir eine weite Etappe vor uns. Abends planten wir bereits wieder in Dublin zu sein. Doch zuvor wollten wir noch nach Cork, um in der Old Middleton Distillery einen Jameson zu entkorken.
Das Ungetüm da im Hintergrund, das ist eine Potstill. Mit einem Fassungsvermögen von sage und schreibe 150.000 Litern. Und sie war zu ihrer Zeit auch die größte in der ganzen Welt. Die wunderschön gelegene Old Middleton Distillery wurde im Jahre 1825 von drei Brüdern aus der Murphy-Familie gegründet. Und während ihren goldenen Tagen wurde hier ein Whisky namens Cork Distillery Whisky produziert, der heute besser unter seinem Namen Paddy's bekannt ist. Die Jameson Experience oder Old Middleton Distillery ist mittlerweile ein Whisky-Museum, das 1992 seine Pfoten öffnete, ursprünglich einmal ein Kloster war, eine Wollfabrik, auch für militärische Zwecke als Baracken genutzt wurde, bis sie letztendlich in eine Destillerie umfunktioniert wurde, die bis ins Jahr 1975 operativ war. Nach dieser Zeit wurde von den frisch vermählten Irish Distillers Group beziehungsweise den ehemaligen Rivalen Jameson, Powers und der Coke Distillery gleich hier in der Nähe ein moderner Industriekomplex und neue Destillerie hochgezogen mit dem Namen New Middleton Distillery, die gleichzeitig Heimat für ein paar richtig traditionelle irische Whisky-Sorten wie Jameson, Powers, Paddy's, Greenspot und Red Breast wurde. Chaos in Laos. Endlich sind wir da, in unserem wunderschönen Apartment inmitten der Stadt. Dublin ist die absolute Hölle zum Fahren, wie Mr. Smith mittlerweile in Stereo bestätigen kann. Ja, fast haben wir es geschafft. Dusche, neu anziehen, Temple Bar, Whisky, Bett. We'll be right back.
der nächsten und letzten Episode ergründen wir dann das Geheimnis von Glendalough und besichtigen die nagelneue Destillerie Teeling in Dublin, wo sich alle Kreise schließen. Damit unser Kanal weiter wachsen kann, brauchen wir deine Hilfe. Vielleicht kennst du ja jemanden, der sich auch für Whisky interessiert und kannst uns weiterempfehlen. Schau doch mal unter der Rubrik Playlists unsere Reise nach Eila an oder noch besser die Playlist Vlogs auf Deutsch. Jeder Klick und jede Minute Spielzeit helfen, auch freuen wir uns über jeden Kommentar. Bitte nutze auch die Möglichkeit, den Kanal zu abonnieren und gib uns einen auf die Glocke, dann wirst du benachrichtigt, wenn sich was tut. Das kostet nichts außer einer Anmeldung. Danke.